Hey Giovanni, Giovanni, was lachst du wieder weg? Lass mich! Hey, okay, jetzt hockt ihr heute wieder. Rühr mich nicht an! Aber was ist denn los? Ha, das kannst du doch fragen, falsche du! Von deiner ungetreuen Hand lasse ich mich nicht berühren! Hey, sei doch vernünftig! Das hab ich nicht verdient! Wirklich, du hast doch den Mut, dich zu entschuldigen! Wenn das Gerede im Ort nicht wäre, ich wollte dich, ja? Ich kann doch nichts dafür. Außerdem wollte ich bloß dir helfen. Also, komm. Und wenn's das nicht klappt, dann geh halt her, schimpf mich, schlag mich, mach was du willst mit mir. Aber dann sind wir wieder tot. Komm. Komm. Schlage, schlage, lieber Junge, wie ein Lamm bin ich erschlagen, drum ergeh, ohne Klagen, ohne jeden Widerstand. Schlage, schlage, ich will's erschlagen, wie ein Lamm. Also, ist das Beste, wir zwei tauschen einfach die Kleidung.
dann kann ich es noch rumklären und du kannst es ja derweil bei der Elvira probieren. Die steht doch auf mich, hä? Ich weiß nicht, wäre es nicht besser, du behieltest deine Kleidung? Na, das glaube ich nicht. Also komm jetzt, was eine gute Idee ist. Na ja, allerdings, jetzt komm. Ja, jetzt sperr dich nicht so. Ja, komm, aus damit. Schnell! Ja, gib mir deine Kleidung! Schnell, bevor mich jemand in meiner Blöße erblickt! Komm, Im Scheinwerferlicht kommst du echt ins Schwitzen. Na, Jesus, ja, Pfundei, ja, bist du ein Spindigstrischbart. Ja, Pfundei, Das mag mir nicht gefallen. Davon gefallen wurde mir nicht in den Zeichen. Sag mal, was ist denn da los? Da spinnst du. Du hast doch gar keine Hosen an. Naja, keine Eier, keine Hosen. Du weißt was? Ich darf sagen, treffen wir uns so um eine Zähne am Friedhof, oder? Also, das ist eine gute Idee, aber. Ja, allerdings.